Aber die Barriere ist noch nicht frei, also dauert noch ein bisschen. Hier sehen wir so eine Barriere, also da ist so ein komischer Pillar und der Wurm halt. Und wenn als hier so das Schild hier weggeht, dann können wir den angreifen. Und dafür müssen wir halt mehr Mobs töten. Ja, jetzt. Können wir jetzt, oder? Ja, jetzt offen. Okay, warte, ich komme rauf. Ich gehe mit dem Grenade Launcher. Oh shit. Ah, der macht gut Flächenschaden. Okay, so. Hier mit Jojo vielleicht. Was müssen wir denn irgendwie down bringen? Oder ich gehe mal Okay. hier weiter auf die Mobs. Komm. Und gerade Zielbot. Okay, ich komme nicht rauf wegen den Debuff. Die haben mir gerade einen Debuff gegeben, dass ich so komisch rumfliege. Und ich komme da nicht mehr rauf. Ja, die Pillars sind richtig blöd platziert, ehrlich gesagt. Ja, Alter, ist voll weit oben einfach. Boah, ich bin gleich down. Ich auch. Ah, das ist ärgerlich, wenn wir jetzt sterben Ist ja würden. knapp. Ich muss weg, ich muss weg. Damit Oh, du bin down, wenigstens bin dich down. noch porten Ja, ich bin kannst. down. Hast du noch? Weil dann warte ich, bis du dich portest. Ja, ich müsste noch Ding Trank haben. Ja, bin da. Hier ein bisschen weiter weg ist und so, ist einfach wieder chillig, aber sonst Okay. richtig Komm. stressig. Komm jetzt gleich rauf, vielleicht probieren. Ohne diesen Debuff. Komm schon. Okay, flieg wieder runter. Okay, jetzt. Nice. 8000. Gib ihm. 6, 6, 5000. Jo, er ist Geh auch gleich mit down. Jojo. Jojo Power. Okay. Sind So, wir voll machen wir blöd, es wieder also. so, dass ich die ganzen Dingens nehme, oder? Ja, nimm du die Fragments. Okay, gut. Okay. Warte, lass Jetzt der noch Pillar kurz down. alles. Ja, genau, ich nehme jetzt mal die Fragmente. Das sind gleich wie die ganzen Seelen. Die schweben einfach so rum in der Luft. Boah, ich bin gleich down. Alter, war das knapp. So, hier haben wir jetzt 28 Vortex-Fragmente. Vom Vortex-Pillar. Genau, das ist schon mal ganz nice. Das ist So, geil. der nächste ist sowieso hier der Solar Pillar. Sollen wir versuchen? Das wird heavy, aber das werden wir uns nicht alles mal schaffen, aber probieren wir es. Ja, sonst einfach wieder respawnen und rüberlaufen. Ist Ja. sowieso in der Nähe vom Haus. Okay, gut. Alter, wir haben noch gar keinen Mounts, fällt mir gerade auf. Ja, das ist echt heftig. So, und dann ist wieder Begrüßungszeit. Nämlich wollen wir heute grüßen Chaosfly06, Drachenherrscher der Dunkelheit, Erik, ganz besondere Grüße an Janis, Kirsten, Master Tense, Red Dark Hunter und XX Hero Crafter XX. Und ganz besondere Grüße gehen raus an Kuchen e.V. Ihr werdet wahrscheinlich wissen, wieso. Ich glaube, wenn die ganze Sache vorbei ist, werde ich kurz ein Statement-Video dazu machen, bin mir aber noch nicht ganz sicher. Unabhängig davon, danke für die ganzen Kommentare, danke für die ganzen Fragen an Hashtag Frage an Recent. Wenn ihr noch mehrere Fragen habt, dann könnt ihr die an Hashtag Frage an Recent stellen. Und die nächsten Fragen werden halt in den Laufe der nächsten Folgen beantwortet. So, dann geht's wieder weiter mit dem Video. Ich würde sagen, wenn wir den Solar jetzt haben, dann gleich die Waffe machen, oder? Ja, Solar Eruption, die ist richtig praktisch. Aber man muss aufpassen, wenn man alle vier auf einmal zerstört, dann spawnt der Moonlord nach einer Minute. Deshalb, ja, sollte man noch ein bisschen damit Ja, warten. also, ja, wir werden es auf jeden Fall erstmal den zweiten töten. Ja, Töten. und dann wird es, glaube ich, erstmal Pause geben. Werden wir uns mal ein bisschen ausrüsten und generell so ein bisschen Zeug schauen. Oh, Was ist? hier ist er schon, der Durchfallwurm. Oh, okay, shit. Oh nein. Oh, Okay, sehe ich schon den ersten Gegner. mit der Hatchet kannst du den Wurm richtig nice töten, Ah. weil da. Alter, ist das Okay, schwer, stimmt, Mann. ja. Okay, ihr werdet gleich sehen. Geh Das ist dieser Wurm. wirklich. Der ist heftig. Der Jetzt hat das du. Problem. Man kann ihn nur hinten beim Schwanz töten oder Schaden zufügen und alles andere ist immun irgendwie bei dem. Ja, und das ist richtig blöd. Aber die Nee, schon wieder Headshots ein macht Sturm. das hier. Aber mit der Hatchet geht das ganz gut eigentlich. Weil die zielsuchend ist, das ist richtig geil. Okay, versuchen wir es hier so, also hier zusammen zu bleiben und einfach richtig zu spammen hier. Ja, nice. Das geht ja ganz gut. Gut, ja, wenn wir hier ein bisschen zusammenbleiben, dann geht das. Immer so als aufs Jume gehen und den Rest halt. Genau, ja. Das geht wirklich Shit. ganz gut hier mit dem Wurm jetzt gerade. Mit dieser Waffe. Hier unten, Achtung, hier unten sind. Auf weiter von der Wurm. Oh, nice. Nimm den Healpot. Ich hab Cooldown. Okay. Hier unten sind noch ein paar. Achtung, Wurm, ich gehe auf den. Moment. Okay, hab ihn. Nice. Gut. Alter, stell dir das im Expert-Modus vor. Wenn Alter. man Expert-Modus Vorbei. wirklich alles durchspielt, Respekt, Mann. Haben es hier voll intelligent gemacht von Terraria. Dass Terraria nicht so uninteressant wird für Veteranen oder so. Oder für Leute, die Achtung, schon Achtung, oft bist gleich durch da. haben. Damit es halt nicht für die halt nicht so langweilig wird. Haben es jetzt in Expert-Modus gemacht und so. Das ist richtig eine Herausforderung. Und dann Genau, kann man ja. eigentlich von den gleichen Spielen nur halt schwerer nochmal richtig lang Spielstunden raushauen und so und ja. Ist wirklich nice, ja.
Das ist echt geil. Okay, ich bin echt fast down. Okay, gut. Jetzt geht's wieder. Alter, diese Hatchet, die geht ab, Mann. Hätte ich mir nicht gedacht. Gut. Ich habe die vorhin abgelegt, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie so richtig sinnlos, aber ich habe mit der am Anfang von der zweiten Staffel von dem Terrale Let's Play habe ich ziemlich viel gekämpft. Echt? Jo. Ah. Soweit ich weiß schon. Oh, fuck. Ja. Ich glaube nicht mehr lang und dann können wir hier die Säule auf jeden Fall kaputt machen. Ja. Hoffe ich zumindest. Hier sind noch Gegner. Alter, die sind alle hier in die Höhle gegangen. Ah, ich hätte hier nicht reingehen sollen. Die verkriechen sich auf in der Höhle. Alter, die Hatchet geht richtig ab, Mann. Bei die Würmer. Normalerweise sind diese Würmer so schwer, wenn man die einfach nicht trifft. Ja. Aber diese Stilsucher-Scheiße. Hm. Boah. Da habt ihr es jetzt gesehen. Also, wenn mich der Wurm einmal trifft, bin ich wirklich am Arsch. 43 Leben. Okay, ich bin schon da. Bin da. Ja, da sieht man's. Oh shit. Sobald der Wurm einmal einen trifft, dann. Oder zweimal, ich glaube 4-5 Hits und das geschieht ziemlich schnell beim Wurm und dann ist man auch schon down. Okay, gib mir gerade richtig. Alter, hab ich einfach down. Jo, der Wurm ist einfach hier schon. Alter. Der sucht uns einfach. So, wir können jetzt auf den Pillar gehen. Oh nice, sehr nice. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Also. Bist du hier? Ja. Okay, no. Hau raus. Ich gehe mit dem Jojo drauf. Jo, mit dem Jojo. Go. Oh, das wird gut, das geht gut. Ja, Mann, nice. So, ich gönne mir jetzt hier mal, jetzt seht ihr mal, was richtig geil ist. Genau, das wird echt geil. Hast du noch Solar? Von den Fragments. Ja. Ich weiß, fast habe ich ein paar. Ja, ich habe eine. Okay. Moment. Willst du das ausgehen? Alter, hier ist einfach richtig. Du musst dir diesen, was der Luna-Kultist gedroppt hat, aufstellen. Ah, ja, stimmt. Das habe ich ja bekommen. Ja, du kannst mir das eine noch geben, falls du möchtest. Achso, ja, klar. Warte, wo stellen wir das hin? Es wäre genau 3 Breite, wenn es eigentlich. Soll ich die Töpfe abbauen und dass wir es da hinstellen? Ja, können wir. Also. Fuck. So. Gut. Und hier ist noch dein Fragment. Bam. Dankeschön. So. Jetzt machen wir was richtig Geiles. Und zwar, wir haben jetzt hier 28 Vortex und 34 Solar Fragments. Aber, ja, man kann jetzt eigentlich nicht viel machen noch. Aber man kann jetzt hier diese geile Scheiße machen. Und zwar Solar Eruption. 18 Stück. Und wir haben dieses geile Teil hier. Oh, shit. Und ist einfach so nice, Mann. Ja, Mann. Das geht richtig ab. Müssen wir gleich verzaubern. 123 Nahkampfschaden. Alter, das sieht doch richtig geil aus mit dem Kostüm, ehrlich gesagt. Ja, Mann. So, ich schmiede das gleich mal um hier. Moment. Willst du das jetzt erstmal haben? Oder? Nee, du hast die Terrorblade, oder? Ja, ich habe die Terrorblade. Dann kannst du die Eruption haben. Dann haben wir ungefähr gleich was gleich Gutes. Nachschmieden. So. Alter, plus 15% Schaden, plus 5 kritische Treffer und plus 15 Rückstoß. Alter. Nice. So richtig geil einfach. Die Waffe kann ich jetzt hier nicht reinhauen. Brauchen wir nicht mehr. Die Death Sickle war eine geile Waffe, aber jetzt ist sie sehr schlecht geworden. Ja. Ja, im Vergleich. Ziemlich weit gekommen. Bald ist der Moonlord vor unserer Haustür. Moonlords, wir haben dich auf unserer Liste. Wir sind dich schon. Aber ich würde sagen, das wäre es erstmal, oder? Ja, das war eine gute Folge. Auf jeden Fall, ich bin jetzt sogar männlich. Oh, nice. Auf jeden Fall war ziemlich nice. Wir sind jetzt auf jeden Fall ziemlich gut gewappnet. Also mit 500 Leben und dieser Solar Eruption und generell die ganzen Ausrüstung und der guten Rüstung und alles. Also ja, Moonlord kann noch nicht kommen, aber wir sind schon. Sehr, sehr bald. Bald. Okay, dann war es das eigentlich mit diesem Video. Danke Leute fürs Zusehen. Schaut bei Simplex vorbei, der hat vor kurzem eine neue Tutorial-Reihe rausgebracht. Also wenn ihr euch für Videospiele, besonders für Videospielentwicklung bzw. Multiplayer-Spiele oder so interessiert, könnt ihr mal hier vorbeischauen. Ist genau. Dankeschön. Sehr nice. Ist vorher auch verlinkt. Und ja, dann hast du noch was zu sagen. Make things simple.
Das ist doch eine gute Aussage, um die Folge zu beenden. Dann danke, Leute, fürs Zusehen. Tschö. Und bis zum nächsten Mal.